Weiß man nicht genau, zu welcher Nymphe man greifen soll, zählt die Hare's Ear zu den interessantesten Kandidaten. Sie sieht wild aus und täuscht neben einer Eintagsfliegennymphe alles Mögliche an Fressbarem vor. Die Grundwicklung erfolgt mit braunem Faden, der ein Büschel Federfibern als Schwanz einbindet. Diese Fliege entsteht mit Bleibeschwerung auf dem Hakenschenkel. Ohne sinkt die Hare's Ear recht langsam ab, was sie für seichtes Wasser und das Fischen dicht unter der Oberfläche interessant macht. Nach zwei Dritteln der Schenkellänge legt der Faden den Bleidraht fest und wird wieder zurückgeführt. Dort fixiert er ein Stück mittelstarken Messingdraht. Für das Dubbing mischt man weiches Unterfell und etwas härtere Grannen. Die Mischung wird auf den Faden gesponnen und angewunden. Die Rippung erfolgt mit dem Messingdraht. Etwa ein Drittel der Schenkellänge vor dem Öhr wird er abgebunden. Ein Segment aus einer Graureiherfeder, die man kaufen oder am Wasser finden kann, bildet die Flügelhülle. Nach dem Einbinden kommt noch etwas Dubbing auf den Haken und das Federsegment wird darüber gelegt. Festlegen, stutzen und den Whip-Finish legen.
Die Schere kürzt allzu weit überstehendes Dubbing.